Ich wollte schon immer mal über Merkels Klitoris reden. Wer weiß, ob sie. Ja. Wer weiß, ob sie hat, ne? Man weiß es nicht. Dann wissen wir es. So brüde, wie die ist. Jetzt kommt der Techno, jetzt kommt Crash. Nee. Einfach zählt. Alles bunt, es ging nur um. Ach so, ich dachte, du bist mit einkaufen. Ja, setz dich doch her, wie du möchtest, aber ja. Tino hat hier so einen engen Zeitplan mitgebracht. Heute ist Podcast der offenen Tür. Auf jeden Fall, da freuen wir uns alle schon drauf. Jetzt wackele ich nochmal am Mikrofon, damit das hier so richtig schön dumm ist. Und sage ein saftiges Aloha von der super wachen Datenautobahn. Nee. Du musst dich auch nicht ersetzen, das hat sich jetzt vielleicht so angehört, aber du kannst auch da in Ruhe, was auch immer du da gemacht hast, machen. Wir haben nämlich hier... Ich finde das schön, gezwungen zu werden. Ja, ne? Man muss manche auch zum Glück zwingen. Genau, ja. Wir haben nämlich hier Gäste, GästInnen, Gäste. Nein, Gäste wird nicht gegendert, macht dir nicht lustig. und das Problem ist, ihr werdet gleich noch mitkriegen, ich bin mir sicher, dass ihr mitkriegen werdet, wer hier als Gast reinkommt. Wir nennen keine Namen. Denn ich kenne diese Person, die wird hier gleich reinkommen mit "Wow, du rei!" Das klingt auf jeden Fall nach der Person. Aber du bist doch schon hier. True. Ja, mark my words. Mark my Wahlberg. Wer ist Mark jetzt? Naja. Mark Wahlberg? Ja. Ach so. Hallo, wir sind Tino Malinschau und Robin 30 Jahre Nafu. Ja. Also fast. Hallo. Da ist noch einer. Hallo, Dijon. Die kommen aus allen Ecken hier. Ja. Ich wohne hier. Ja, Tino hat machen Sie in meiner Wohnung? Tino hat einen engen Zeitplan hier reingebracht. Wir machen nämlich hier gerade Tag der offenen Tür. Tag des offenen Podcasts ist heute. Alle dürfen heute mitsprechen. Geike, ich verbiete euch, meine Stimme zu verwenden. Hatte ich letztens im Stream. Da habe ich Among Us gespielt, mit Agolina und so. Und einer meinte, er verbietet es mir, dass seine Stimme im... Dann haben wir Among Us gespielt und ich habe einen gemutet. Toll, das gut. Das wäre merkwürdig, Among Us. Macht Spaß. Das hat wirklich Spaß. Was auch Spaß macht, ist Ausgabe 124 vom Brennpunkt Internet. Die macht sowas von Spaß, das sage ich dir. Guck mal, ihr wird gerade in meine Skate-Gruppe wird irgendwas reingepostet. Skateboard Legend Tony Hawk rolls back clock at Tony Hawk, was? Nee, Tokyo Olympics. Ich weiß nicht, was das ist. Macht der mit, ja, bei den Olympischen Spielen? Nee, der rollt eine Glock weg. Ich weiß nicht, was es ist, ob da jemanden erschießt oder was da los ist. Oder ein Cock vielleicht. Nee. Ja, es ist bestimmt was ganz Spektakuläres. Denn Skaten ist ja jetzt olympisch. Genau. Und das fängt jetzt gerade an. Die ganze Welt ist gerade im Skateboard-Fieber. Mindestens. Da sind wir jetzt richtig im Fieber. Könnte auch Corona sein. Und ich weiß es nicht. Ich kann das hier nicht gerade erzählen und gleichzeitig lesen. Also alle Skate-Fans gedulden. Irgendwas mit Tony Hawk und Olympische Spiele. Guckt mal Tony Hawk, genau. Dann kommt ihr schon drauf. Informiert euch selbst. Genau. Wer ist dieser Tony? Ja, so. Ich würde ganz gerne mit dem Überflieger anfangen, nö, der mit seinem gigantischen Penis in die Weltatmosphäre gestartet ist. Oh ja! Der Jeff Bezos, der Amazon-Chef, ist mit seinem riesen Penis, hat die Weltklitoris stimuliert mit seiner Rakete und ist war für 11 Minuten im Weltall. Und hat, als er wiederkam, sich bedankt bei seinen ganzen Kunden und Mitarbeitern, dass sie das bezahlt haben. Die werden sich gefreut haben. Ja, ich denke auch. Ach, dafür stehe ich gerne 20 Stunden am Stück hier im Lager von Amazon und kriege 1 Euro pro Stunde. Die ganzen Mitarbeiter waren richtig traurig, dass er zurückgekommen ist. Die konnten gerade mal aufs Klo gehen, als er nicht hingeguckt hat. Ja. Weißt du? Es gab auch Petitionen, dass er im All bleiben soll, aber hat er nicht ernst genommen. Ja, was war denn das für eine Nummer? Warum hat denn der einen Cowboy-Hut aufgehabt? Warum sah denn die Rakete aus wie ein riesiger Phallus? Ja, ne, das ist ja, also, der muss ja schon irgendwie, wenn schon, denn schon. Muss er irgendwas kompensieren. Vielleicht. Nee, aber was ist denn das? Also Cowboys sind nicht dafür bekannt, ins Weltall zu fliegen. Jetzt schon. Kennst du nicht von Bunnaroo den Song "Space Cowboy, I just wanna fly"? Nee. "Ride out to the sky"? Es gibt den Space Cowboy und das ist... Ich kenne den Song nicht, aber ab jetzt hasse ich ihn. Bunnaroo haben dieses Ereignis vorausgesagt. Die sind die neuen Simpsons. Die haben so tolle Songs gemacht wie Shubidubidu. Was haben sie da vorausgesagt? Weiß ich nicht genau. Dass ich neue Schuhe brauche. Bubblegum hieß ein Song und Dubidamdam, da Dubidabadibidam. Oh doch, das sagt mir aber was. Das war Trumps Amtszeit vielleicht.
Seine, was ist der Song? Dubi ja, Dubi Dam Dam. Na, seine Inhalte. Dubi Dam Dam, da du Hubi Daba Dibi Dam. Vielleicht. Ja, das ist super cool, dass der Jeffy Boy das gemacht hat. Es gab, glaube ich, noch einen anderen Milliardär, der auch gleichzeitig irgendwie irgendwo hingeflogen ist. Bruce Wayne. Jon Stewart hat so eine neue Show und hat das ein bisschen parodiert. Haha, guck mal, wir fliegen mit einem Penis ins All. Fand ich, das war halt ein ganz großer Peniswitz, 3 Minuten lang. Ja. Geht mehr, sag ich mal. Aber ja, geht immer. Also das ist ja so das Mindestniveau, da kann man schon mal lachen. Hm. Wenn man sonst nichts hat, dann Peniswitze rausholen. Ja. Das ist meine Meinung. Also ich werde auf jeden Fall demnächst jetzt auch immer einen Cowboyhut aufsetzen, wenn ich Dinge tue, die Leute für mich bezahlen. War das nicht in deinem Querdenker in Real Life Video? Ja. Ich habe einen Cowboyhut auf, ich bin auch bescheuert. Ah ja, so, stimmt. Ja. Da habe ich das wohl auch gecallt. Und Tag der offenen Podcasts, da kommen auch schon die nächsten Menschen hier. Wir haben einen Standort in die Telegram-Gruppe reingeschickt, in die Inner Circle-Gruppe. Ja. Jetzt kommen sie alle angerannt. Aber ich habe mich getäuscht, muss ich sagen. Grüß mein, Dian. Ich habe mich tatsächlich getäuscht. Ich dachte, hier passiert eher so ein nimm den Podcast auf. Nee, das haben wir beim letzten Mal schon immer gemacht. Na, grüß dich. Oder er lässt eine Handvoll Besteck fallen auf dem Boden. Ja, auch. Stimmt. Das geht hier vor sich. Oh, das ist voll lang her. Das war einer der ersten Ausgaben, ja. Ja, wir haben jetzt hier Besuch. Und das ist ja schön. Ich würde halt einfach meinen Podcast essen, wenn es okay ist. Ausnahmsweise. Das muss sogar so sein. Frisst ja einen rein. Aber der Tisch sollte halt nicht unbedingt berührt werden. Endlich ist dir das mal aufgefallen. Der Tisch ist Lava. Und so ein niedrigfrequentes Wubbel-Wubbel wieder. Wubbel-Wubbel. Ist so. Ja, der Jeffy Boy. Nie gefährlich nah am Tisch. Ich weiß, ich passe aber auf. Leben am Limit. Ganz knapp. Der Jeffy Boy, war das der im Weltall war? Ja. Dann red da mal drüber. Na, haben wir schon. Haben wir schon. Der hat einen Cowboyhut aufgehabt, haha. Und ist mit seinem riesigen Penis ins Weltall gesagt. Und hat gesagt, danke, liebe Mitarbeiter, ihr habt mir das möglich gemacht, dass ich mal für 5 Minuten im Weltall bin. Wenn ich ganz kurz einwerfen darf, wie witzig ich das finde, wie Marlene in diesem Podcast reinschweigt. Ja. Wie einfach daneben sitzt und einfach... Hat schon was gesagt. Reinschweigt. Nee, ich bringe immer gute Gags mit rein. Ja. Aber nur zum richtigen Zeitpunkt. Ja. Die müssen sauber platziert sein, so mit so einem chirurgischen, akustischen Skalpell. Aber du bist nicht allein, gleich kommt Stressi und steht dir beim Schweigen bei. Nice. Ja. Die Schweigefront. So, Herr Hohes. Wer nicht schweigen konnte, das war voll die gute Überleitung gerade. Ja. Und zwar, wer nicht schweigen konnte, war eine Bildreporterin. Das Video ging viral. Und zwar hatte Merkel mit einer anderen Person. Merkel, Frau, die Bildreporterin. Nee, eine andere Frau hatte gerade irgendwas gesagt bei einer Pressekonferenz und eine Bildreporterin muss wohl gequatscht haben währenddessen. Da hat Merkel gesagt: Moment kurz, kann auch die Kollegin von der Bild bitte mal den Mund halten und der Kollegin hier zuhören? Und da hat sie die Bildreporterin zurechtgewiesen. Alter, die Merkel wird auf ihre letzten Tage jetzt ein richtiger Punker, du. Kann ja, sie jetzt nicht was leisten, wenn jetzt so in Rente geht. Ja. Die hat jetzt sogar gesagt, dass wir zu wenig fürs Klima gemacht haben. Ja. Wow. Ja, die letzten 16 Jahre hatte ich keine Zeit. Ja, davor war sie vor allem Umweltministerin, ne? Schlecht. Stimmt. Irgendwie schlecht. Und sie wurde auch gefragt, was sie macht, wenn sie nicht mehr im Amt ist. Da war ihre Antwort, sie will ein Buch lesen und vielleicht einschlafen. Und nie wieder aufwachen. Gut. Direkt am ersten Tag. Doch, ich denke schon. Hm. Aber es kann sein, dass gerade sie als Person, die ja so ein Workaholic war, dass sie nach der Amtszeit völlig abbaut. Wie so Päpste auch. Aber hat sie halt wirklich gewirkt und geholickt oder? Gewirkt. Sie war ja eher so reaktionär. Hat ja eher so mit so einer Merkel-Raute in der Ecke gestanden, bis irgendwas passiert. Inhaltlich ja, aber ihr Tagesplan ist ja trotzdem sehr stressig. Ja? Also jeden Tag irgendwie ganz früh aufstehen, spät mal ins Bett und so. Ja, und was passiert dazwischen? Naja, die muss schon auch Menschen die Hand schütteln und schüttelt den ganzen Stress von sich ab. Wollen wir ganz kurz mal Prognosen anstellen, was Merkel nach der Amtszeit macht? Ich würde sagen, setzt sich einen Cowboy-Hut auf und fliegt ins Weltall. mit einer riesigen Klitoris. Erzähl mir mehr davon. Du hast es gut gemacht, Tino, danke. Ich wollte schon immer mal über Merkels Klitoris reden. Wer weiß, ob sie. Ja. Wer weiß, ob sie hat, ne? Man weiß es nicht. Dann wissen so brüde, wie die ist. Sie können ja auch einen Penis haben, wer weiß das? Also es gibt ja auch ein Nacktbild von Merkel tatsächlich. Ja. Ich hab davon gehört. Als sie noch jung war, am FKK-Strand. Und Merkel war nie jung. Da war kein Penis zu sehen. Hm. Sag ich mal so. Ja, aber du kennst ja doch die ganze Technik. Aber es kann halt auch Schrödingers Penis sein, solange wir das nicht wissen. Dritten geklemmt vielleicht das Foto so. Klebestreifen, genau. Also Merkel, wenn Sie den Podcast hören, können Sie bitte nach Ihrer Amtszeit ein Buch schreiben und dann endlich enthüllen, was Sie in Ihrer Hose haben. Tino, du, der kommt hier rein, ja? Der versext das hier alles, ja?
der Jeff in seinen Penisrakete. Die haben angefangen, ja, die Menschen da draußen, ja. Wenn sie mit der riesigen Phallusen ins Weltall fliegen. Verlieh. Fallerie, Fallera, Fallusen. Hat das Ben Rue auch vorher gesagt? Das stimmt. Ich werde einen Song finden, in dem es darum geht. Ja, also es gab da noch irgendwas von der Märchen. Oder war das das? Mensch, wir haben zu wenig für die Umwelt gemacht. Das habe ich auf jeden Fall auch in den internationalen Medien gesehen. Mein Gott. Spott geerntet. Sabrino total versext. Mhm. Dankeschön. Das ist der Podcast-Name heute, ja. Ja, doch, ist gut. Nee, es gab nur den Vorwurf, dass Merkel die Flut ja selber errichtet hat, sozusagen, die es jetzt gab. Von wem gab es das? Von MCM. Echt? Auch, ja. Auch von verschiedenen Querdenkern. Und Merkel muss wohl für die 150 Toten verantwortlich sein. Das war wohl Teil ihres Plans, Menschen absaufen zu lassen. MCM hat, Zitat, gesagt, die haben diese Häuser da mit Absicht hingebaut. Nein. Nein. Doch. Man baut Häuser mit Absicht. Ist ja was an einen Fluss, wo Wasser ist. Ja. Unmöglich. Das ist total dumm von den Menschen. Das ist ein Langzeitplan. Einfach mal schön vor weiß ich nicht, 300 Jahren da Häuser hinbauen. Ich sag mal so, in der Sahara gibt es keine Überflutung. Mal einmal nachdenken. Also keine Häuser. So, Langzeitplan, 500 Leute. Ne, sind überhaupt 500 Leute gestorben? Es werden viele vermisst, aber so 150 sind ungefähr tot und es werden noch einige vermisst. Das ist schon hart. Es ging ja auch richtig rund in der Welt, was Fluten angeht. Ne? Das ist ja nicht nur Deutschland exklusiv, wir exportieren auch jetzt China. Auch das. Auch nach China. Auch die haben uns wieder billig kopiert und haben in Shenzhou, heißt die Stadt, die ist auch unter Wasser, gab es auch viele Tote. Mhm. Die haben jetzt auch eine Flutkatastrophe. Ja, hast du mir jetzt trotzdem kaputt gemacht, dass wir jetzt nicht nur Waffen exportieren, sondern auch Wasser. Ja, gut. Toll, jetzt ist es nicht mehr so gut. Wasserexporte stoppen. Mhm. Aber das schlammige Wasser nur, das Gute... Bleibt hier. Gehört ja auch nicht uns. Das Wasser Thüringer ist, Waldquell bleibt schön hier. Brot für die Welt. Wurst ist eine Ware. Nee, pass auf, Tino. Ich weiß doch auch aus dem Kopf. Nigeria hatte genauso Überflutungen. Türkei, glaube ich, sogar auch. War es nicht Türkei? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es doch nicht aus dem Kopf. Vergiss es. Kalifornien hatte Waldbrände. Das war's. Russland hat auch Waldbrände. Das ist einfach logistisch schlecht gemacht, wenn Blöd man das verteilt, ja, wenn man das Wasser ein bisschen mehr nach da und weißt du, das Feuer wieder, wenn das Feuer jetzt zum Beispiel nach Rheinland-Pfalz gebracht würde, dann wäre es wieder okay. Wenn die Erde flach wäre, könnte ja alles sich so verlaufen gleichzeitig, weißt du. Wenn dann ein Flut in Nordrhein-Westfalen ist, kann das Wasser das dann löschen in Dings Kalifornien oder in Mexiko, keine Ahnung, wo es noch so brennt. Muss man nur mit so einer Flitsche immer hinterher. Genau, ja. Immer schön nachschütten, ja. Eine Flitsche. Du kennst Haichi Bum Baichi Bum Bum nicht und kommst hier mit Flitsche an. Flitsche ist doch, also ich kenne nur Flitschen, wenn du mit dem Stein so aufs Wasser wirfst. Nee, das ist Fitscheln. Ach, come on. Was? Meine Oma würde sagen, nee, das ist, wenn die Asiaten auf dem Markt sind. Aber eine Flitsche ist offenbar dieser was von der Tafel zum Wasser abziehen, aber entlang für die Dusche wahrscheinlich. Okay. Na, wenn du das, da gibt's doch so ein Spiel, wo du so einen komischen Stein und dann Curling. Musst du die ganze Zeit einfach so. Das ist aber ein Besen, keine Flitsche. Naja, das ist ein Besen, sicher. Das ist kein Besen, glaube ich. Ja, so ein Wischding, oder? Das ist auf so einer gewachsenen Bahn. Da wird nicht gebesen. Nee, das ist auf Eis. Das wird damit aufgetaut. Das Eis wird damit aufgetaut. Mit dem Besen, mit der Bewegung. Das rutscht. Aber das kratzt doch dann. Das muss doch schön glatt sein. Also ich erkläre dir jetzt eins, Reibung erzeugt Wärme. Mhm. Nein. Ja. Das ist kinetische Energie, die wird kinetische da... Kinetische Energie ist auf den Marktplätzen. Da sind die ganzen Kinder. Hören wir auf. Ja, gut. Ja, es brennt. So. Genau, es brennt. Es brennt und gleichzeitig flutet es aber auch. Ja. So, das ist schlecht. Beides schlecht irgendwie, ne? Ja. Also es fühlt sich wirklich die letzten zwei Wochen an wie, guck mal. Hier. Guck mal. Ja. Hier gibt es Konsequenzen. Aber Greta schon gesagt, guck mal. Guck mal. How dare you? Aber Greta ist halt ziemlich jung, so. Die weiß das halt nicht. Guck mal vor Friday. Ja. Aber eins müssen wir verstehen, es wird mehr werden, aber lange, lange nicht weniger. Das heißt, selbst wenn wir aufhören, ne, irreversibel. Wenn wir jetzt aufhören, dann haben wir trotzdem immer noch ganz viel Flutkatastrophen. Wobei man nicht sagen kann, ob das Ereignis doch zufällig jetzt gerade ist, ne? Dankeschön. Was das? Ist das hier so eine Pizza 1000 Käse oder? Ei. Ei ist das? Ach, Eiersalat meinst du? Nee, also nein. Danke. Ich muss hier gerade moderieren. Ja, aber danke fürs Angebot. Ich muss noch fahren. Ich muss noch fahren, ich habe noch Wurst im Auto. Richtig guter Podcast. Ja, will noch jemand ein Brot? Will noch jemand ein Brot?
Heute ist Tag der offenen Podcast-Tür. Jetzt sei doch mal nicht so. Robin, ich muss mal. Darf ich noch jemanden grüßen? Ja. Alles Gute, Heinrich, zum Geburtstag. Das stimmt. Heinrich, alles Gute. Im Oman hat es nämlich auch geheavy-rained. Hart. Hm. Kenne ich nicht mal. Oh, was? Oman? Oman. Kenne ich nicht. Das sagt Alisa immer, wenn sie einen Trick nicht schafft. Oh Mann. Ach so. Ja. Was ich eigentlich noch ganz kurz reinhalten wollte, in Anbetracht der Tatsache... Mach die Hose zu. Ach Mann. Ja. In Anbetracht der Tatsache, dass es nur mehr wird und nicht weniger. Wie gut findet ihr die Idee von unserem Bundeskanzler in Spee, die Kohlekraft noch bis 38 zu nutzen? Vom Armin. Der Armin. Armin Laschet. Der Laschet, genau. Weißt du, was ein Trajet ist? Ich weiß, was ein Trajet ist. Das ja, finde ich super. Kohle immer her. Ne? Ja. Noch fleißig Dörfer wegbaggern und diesen wertvollen Pass mal auf, Kraftstoff. Wenn die Dörfer weggebaggert sind, können sie nicht weggeflutet werden. Ja, und diese Kohlegruben kann man doch als Staubecken nutzen. Ja, natürlich. Richtig. Und wenn es brennt, kann man das Feuer da auch reinschmeißen. Easy, muss man nur das Feuer dann in so einen Laster packen und wegfahren. Ja. Hast du ein Laster, wo es einfach drauf brennt, so im Stau auf der Autobahn. Nee, oh nee. Mensch, ich hab's eilig jetzt. Gleich ist es aus. Gleich ist es. Ja. Da lacht er ja drüber, der Laschet, ne? Da ja, lacht er. War das die Woche? Das war die Woche. Das war alles ja. Die Woche. Also, Entschuldigung, das hat ja der ganze echten Krone aufgesetzt. Ich glaube, jetzt dürfte das Verfassungsgericht uns dazu erlaubigen, ihn zu beleidigen als Dreckschwein. Oh. Weil das ging ja wohl fürchterlich nicht. Für die, die es nicht wussten, es gab eine Fernsehsituation, wo Steinmeier interviewt worden ist, der Bundespräsident. Und er hat über die ernste Lage der Flut gesprochen und im Background... Warum lachst du da jetzt? Armin, ruhig jetzt. Und Marlin, lach jetzt. Sie stand hinter dem Bundespräsidenten, hat Armin lustigen Witz gehört wahrscheinlich. Nein, sie hat den Witz erzählt, ja. Ach so. Und währenddessen hat Laschet irgendwie angefangen zu lachen, die Zunge rausgestreckt, so lustig. Hat gekaspert und das kam nicht gut an, sagen wir mal so. Das werden wir sehen, wie gut das nicht ankam an der Wahlurne. Wie tragisch das ist, wirklich der Bundespräsident, ja, das ist schon echt ein Organ, ja. Im Gegensatz zur Haut. Der macht hinten irgendwelche Kasper. Das ist für mich so das, also ich weiß nicht, das Symbolische dahinter, das ist so krass, Alter. Vor allem, der will halt wirklich 4 Jahre jetzt hier lenken, ne? Mindestens, du kriegst sowas Einfaches nicht hin, wo echt ein Viertklässler, da, schön, jetzt habe ich auf den Tisch gemacht. Oh, wisch das weg. Stell dir mal vor, Alter, wenn du machst irgendwie eine Tour durch Buchenwald und der Viertklässler hampelt da rum, da kriegt er so auf den Sack, Alter, das muss klappen. Und der kriegt das als potenzieller hier Kanzler nicht auf die Reihe. Da gab es auch viele Memes, wie halt vor so verschiedenen Kontexten gezeigt wird, so vor Auschwitz und so, wie er also anfängt zu lachen im Hintergrund genau, und so. Sowas sehe ich halt, ne? Ja. Ja, ich hoffe nicht, dass er wie Trump ins Amt gemimt wird. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Also der ist ja echt furchtbar unseriös. Die wählen den ernst. Ja, wahrscheinlich. Er kommt halt aus dem bevölkerungsstärksten Bundesland, ne? Eben, und es war ja auch noch der Fall, dass Nordrhein-Westfalen wohl gewarnt worden ist vor der Flut. Es gab ja diese Frühwarnsysteme und die Regierung und Laschet haben es halt ignoriert. Ja. So, und hätten das irgendwie verhindern können, hätten evakuieren können. Und das war auch noch eins von diesen vielen kleinen Missgeschicken von Armin Laschet. Also wirklich, wenn du mit dem Argument kommst, er leitet das bevölkerungsstärkste Bundesland, dann sollen die Leute, die den wählen, dabei hinkommen und gucken, wie es da aussieht, Alter. Dann wähle den, glaube ich, nicht mehr zum Kanzler. Das war einfach nur der Meinung, bin ich, dass Leute sich eher vorstellen, ihren eigenen Mann zu wählen. Ja, als... Ja, aber die wissen ja, wie es ist. Also es war jetzt nicht so, oh, warte mal, ich jetzt hier in Thüringen, der Armin, der verwaltet die meisten Leute, den wähle ich mal. So war das nicht gemeint. Alright. Mir hat sogar jemand erzählt, dass wohl noch vor wenigen Jahren die Regierung von Laschet Soforthilfen bei Katastrophen gekürzt hat. Dass wenn der Fall eintritt, dann soll weniger Geld fließen und es soll schwerer sein. Weniger Geld und mehr Wasser. Mit dem Argument, genau. Es gibt ja immer mehr Katastrophen. Das kann genau, sich ja keiner richtig, leisten. Richtig, so ist es. Und es sind so viele kleine Dinge, die so ein bisschen, ja, ihm das vermasseln könnten, dass er ins Amt kommt. Ja, ich habe ja, auf der anderen Seite, Baerbock hat halt Doktor reingeschrieben, obwohl es ein Doktorand war oder so ähnlich. Ja, das geht, also das geht gar nicht. Ich weiß nicht, ob wie Deutschland unter dieser Last Kanzlerin stemmen könnte. Also international stehen wir dann ja lächerlich da. Ja. Dann doch lieber den kleinen Baby-Elefanten-Zwerg. Und als er Laschet noch vorher für TV-Bilder posieren wollte und wollte auch Interviews geben, hat er angeblich noch verlangt, dass in Hagen die, diese Lagezentren verlegt werden, damit es schöner aussieht. Also auch so ein Trump-Move, wie als Trump auch so eine Kirche räumen wollte, damit er halt die Bibel in die Kamera halten wollte.
Er hat nicht die Kirche geräumt, sondern die Leute davor, aber. Oder ja, so, also genau. In der Kirche war nur so eine Pastorin drin, die fand das gar nicht gut. So schade. Wie dieses Knistern hier gerade im Podcast. Das gesagt, toll. Ich darf essen. Ja. Aber nicht hier am Tisch wackeln. Ach so. Ja, er hat auf jeden Fall noch diesen viel zitierten Satz gesagt, mit als es vor ein paar Tagen noch Sonne war und niemand damit rechnen konnte oder sowas. Ne? Den habe ich so oft gesehen überall. Und dann kommt halt raus, dass sie halt Frühwarnsysteme hatten und die ignoriert worden sind. Mhm. Und jetzt ja. Ist es so, dass während der Flut ja auch viele Helfer dort sind vor Ort und auch Querdenker. Ja, Dion. Ich wollte dich jetzt nicht aus dem Thema rausbringen. Aber hast du gemacht? Sorry. Ich habe mich extra gemeldet. Erzähl. Einmal finde ich es schön, wie schön Streisig schweigt. Mhm. Zum anderen finde ich es doof, wenn ihr Herodes abmahnt, wenn er einmal ganz kurz den Tisch berührt, während du jedes Mal auf dein Buch darauf kritzelst, was auf dem Tisch liegt. Entschuldigung. Oh oh. Und dann wackelt halt auch der ganze Tisch. Entschuldigung, ja. Das stimmt, hast du recht. Ja, nee, dann hätte ich gerne Entschuldigung an Herodes, nicht an mich. Entschuldigung. Ich will noch ganz kurz wischen, dass du dieses bisschen Ei an deinem Bart mal kurz wegmachst. Ich finde das schön. Darf ich dir ein zweites Ei an? Ja, bitte. Ist immer noch da, ist egal. Ja. Wir kennen zufällig ein Flutopfer. Marlene, wie ist denn das mit keinen PlayStation 2 Spielen mehr? Ja, ist wirklich super. Ich würde auch gerne meine Wäsche waschen, aber das kann ich jetzt nur noch in der braunen Suppe, die in meinem Keller steht. Ja, reicht doch, oder? Reinhalten, dann so. Ja, geht auch. Ist deine Wäsche nicht eher alles so braun-grün? Ja, gut, stimmt. Perfekt. Ich nehme alles zurück. Perfekt Camouflage, wenn ihr mal einen Einsatz im Schlamm habt. Das ist die perfekte... Aber ich hab ja auch gehört, dass dieser Schlamm nicht so gesund sein soll, weil da ja auch das Abwasser mit drin ist und so, weil diese Klärbecken übergelaufen sind. Ach, das kann sein, schlecht. Ja. Und da haben jetzt ganz viele so Infektionen an den Beinen und so. Kommt da jetzt die Pest ganz groß wieder? Vielleicht. Ja, es wurde ja schon die erste Kakerlake gesichtet. Ekelhaft. Ja, geil. Ja, was ich sagen wollte, tut mir leid für dich. Es ist okay. Dumm gelaufen, war. Ja. Scheiße. Ja, es gibt ja auch Leute, die haben ihre Existenz verloren. Ich glaube, das ist sehr viel schlimmer. Scheiße. Oh. Das hat sich gerade wieder angehört wie so ein. Oh, ich komme gerade nicht aufs Wort, wenn man... Oh, fuck off. Ich beschwere mich so oft drüber. Naja, wenn man ein sanfteres Wort verwendet als ein härteres. Euphemismus. Ja, ein Euphemismus, Mann. So. Ja, wir sind nach Afghanistan und haben ein paar Menschen ihre Existenz verlieren lassen. Jetzt ist es schon viel zu lang, aber in dem Moment musste ich leider lachen. So, nein, ich meinte eigentlich... Ich weiß, so. Ja. Ihr, so. Ihr Hab und Gut. Okay, ja. Ihr Grund. Das war gar keine Flutwelle, das war die Flüchtlingswelle. Ah, so. Die Flüchtlingsflut. Die haben uns die kommen ja hierher und nehmen uns alles weg. Nee, die Flüchtlingsflut, stimmt schon. Mhm. Weil sie uns überflutet haben in Deutschland. Ja. Ist aber klar. Die haben Wasser alle mitgebracht. Ja. Alle einen Eimer. So. Alle haben einen Eimer Wasser mitgebracht und dadurch. Das waren die bestimmt, die Flüchtlinge, weil die schwitzen ja auch viel. Jetzt haben wir ja auch mehr Menschen in Deutschland. Wenn die jetzt mehr schwitzen, kommen auch mehr Wasser auf die Straßen. Mhm. Die sind schuld. Und das sammelt sich halt in der Mitte von Deutschland. Genau. Weil Deutschland ja so eine. Mhm. So eine Bucht hat, genau. Wie wir alle wissen, ist Rheinland-Pfalz in NRW direkt in der Mitte Deutschlands. Genau. Deshalb ist da die Flutkatastrophe. Wo wir gerade von der Mitte Deutschlands reden. Wir sitzen hier in der Mitte von ein paar Ärztefans. Scheiße. Stimmt. Wenn wir gerade im Thema sind, hast du das gesehen in der Oase? Oder hast du es gehabt? Hast du es überhaupt gesehen? Was denn? Die Trackless. Dass Farin-Urlaub eine Wahlempfehlung. Stimmt. Er hat ja keine Wahlempfehlung gegeben. Er hat nur gesagt, es gibt eine einzige wählbare Partei. Und welche das ist, wer weiß. Irgendeine, die sich schon immer über den Umweltschutz verschrieben hat. Aber er hat es schon konkretisiert, weil er meint, lasst euch nicht ablenken von irgendwelchen Personaldebatten und so. Da geht es ja schon um Werbung. Das kann ja sich auch wieder um Armin handelt, ne? Mhm. Ach so, ja, stimmt. Mhm. Man weiß es nicht. Ja. Also, ja, aber das ist schon ein ziemlicher Ärzte-Grenzfall. Ich glaube, so krass haben die, oder wurde von denen noch nie politisch agiert. Ja, Fäden. Bela B. und Hort haben mal für die Parteiwerbung gemacht. Ja, aber das ist ja über Kasperle. Also das, nee, na hallo? Das kann man nicht ganz so Das werden. Weiß ich von mir. Ja, naja, du weißt doch aber. So ist ich meine, die Partei kann man ja gut wählen, wenn man sonst nichts hat, so. Das kann man immer machen. Von mir aus. Ja, seit Nico Semsrott Gate, glaube ich, ist die nicht mehr so wählbar. Unwählbar. Ja, es gibt zwei Lager. Hm. Sag ich nicht mal so. Wieder nur ein Lager. Ja. Ja, also
Ja, also Farin Urlaub hat die Grünen unterstützt. Das haben auch viele in den Zeitungen und Magazinen stehen gehabt, auch TA und Bild und keine Ahnung, Farin Urlaub, nee, Bild nicht, aber Spiegel, glaube ich, war es. Farin Urlaub wählt die Grünen und so weiter. Fand ich eine krasse Schlagzeile. Hätte ich nicht gedacht, dass es sowas mal geben wird. Hm. Weil gerade Farin sich mal so ferngehalten hat von solchen politischen Statements. Ist halt wirklich schwierig, wenn Leute mit großem Einfluss Wahlwerbung machen, aber ich finde, das ist... Es geht ja wirklich nicht um Parteien und Meinungen, es geht ja schon um Artenschutz. Unsere Art unter anderem. Ja, und da kann man so einen Schritt ruhig mal gehen. Ich finde auch, dass es voll legitim ist, auch als großer, als Mensch mit großer Reichweite, so durchaus seine Meinung kundzutun und zu sagen, Leute, hier, wir haben kurz vor 12 und nach 12 auf jeden Fall. Es gibt so eine Partei, die sorgt dafür, dass es nicht ganz so spät wird. Das ist Conny Reimann, den hat Marlin mitgebracht und er wacht jetzt hier über uns. Ach, der Reality-Star, ne? Der ja. Auswanderer. Da an der Tür. Der ist einfach ein Sexsymbol. Sieht das aus wie ein Baby in einem Cowboy-Kostüm. Nee, nee. Ja, das ist es vielleicht auch gar nicht. Das könnte auch Jeff Bezos sein, ich weiß es nicht genau. Aber wer skeptisch gegenüber den Grünen ist, der kann sich die Frage stellen, was ist schlimmer? Pflicht 130 auf Autobahn oder keine Autobahn mehr, weil die alle überflutet sind? Hm. Wählt weise. Wieso nicht beides? Ja, dann kann man mit dem Boot da langfahren. Ja. 160. Oh, aber dann gibt's nur Verbote, Mann. Da müssen wir einen Gurt tragen, wenn wir Auto fahren. Ich möchte bitte auf dem Auto sitzen, wenn ich fahre. Es gab noch ein witziges Video von einem Autofahrer, der in Hagen war und filmt so aus seinem Auto raus und lacht über ein Auto, was absäuft. Ah, ja. Und so dann ein paar Minuten später, oh scheiße, ist jetzt auch vollgelaufen. Und er gestorben. Fährt dem halt hinterher und sagt, der ist dumm. Jetzt schwimmt der. Und er fährt halt exakt den gleichen Weg. Ich hab immer gesagt, nee, danke, wir haben Wasser. Danke. Du bist sehr lieb, Dion, aber wir haben alles schon. Jetzt habe ich aber richtig Scheiße gebaut, hat er gesagt. Ja. Ja, gab's einige Videos. Ja, aber ich habe immer so diese These, dass die Leute, die in diesen Fluten sterben, wirklich das tun, weil die überrascht werden von der Fluten, weil diese Wassermassen so krass sind. Und ich sag immer, die sind ja nicht dumm, aber die sind ja offenbar doch dumm. Manche schon, ja. Und sterben daran. Ja. Naja, kann man nur ertrinken. Die erste Flut kam ja nachts, deswegen. Genau, ich will ja nicht wie jeden reden. Gerade so Keller, das ist so krass, wenn die das. Sind so dumm, ey. Schlafen die nachts einfach, wenn diese Wassermassen durch das Kellerfenster kommen, um die Tür zu drücken, dann wirst du ersaufen. Du kommst nicht raus. Hm. Das ist halt krank. Aber wenn man schon sieht, wie dumm manche Leute und respektlos gegenüber dieser Kraft sind und womöglich da auch sterben, wobei ich natürlich keine Statistik habe und alles nur Annahmen sind, kann ich das gar nicht so richtig glauben, weil, Alter, das ist... Es gab ja viele Rettungskräfte, die gestorben sind während der halt auch, Maßnahmen. Ne? Die müssen natürlich mutig und übermutig, sag ich mal, da rein. Hm. Sie müssen nicht, aber die machen das. Die haben sich ja für den Beruf entschieden und sehen da ihren Lebenszweck drin. Hm. Das würde ich natürlich nicht unter dumm einstufen. Das finde ich sehr, sehr krass. Und auch schön waren Meldungen von der AfD, wo sind denn jetzt die ganzen Spenden aus Syrien und Afrika für uns und so weiter. Das fand ich witzig, aber tatsächlich gab es afrikanische Kirchen, die gespendet haben an Deutschland. So haben sich welche zusammengetan und haben 20.000 Euro zusammengespendet aus Afrika. Also das Geld nehmen wir nicht an. Das Geld kam übers Mittelmeer, das will ich nicht. Stimmt. Aber will ich wirklich nicht. Könnten wir vielleicht für Marlins Wäsche ein Spendenkonto einrichten? Aber ohne Scheiß, ich habe irgendwie den Eindruck... Vielleicht auch 20.000 zusammenwachsen, alles zusammen, wie als Community. Eindruck, dass die diese 20 Euro... 20 Euro sag ich schon. Aus Afrika, dankeschön. Nee, aber dass das für die viel, viel krassere Hingabe ist, als wenn wir jetzt hier irgendwie 20.000 locker machen. Ja, auf jeden Fall. Folglich würde ich sogar fast sagen, danke, das ist übelst lieb. Ja. Aber wisst ihr was? Wir haben Geldpuffer, wir müssen jetzt nur noch hier anpacken. Eigentlich schon, ja. Ich finde natürlich klar, es ist übelst geile Geste und es ist irgendwo richtig, das anzunehmen. Aber die Überlegung, das zu sagen, ja Leute, ihr braucht das vielleicht langfristig länger, mehr und so. Habe ich der AfD vielleicht mal widersprechen, einmal. Nein. Aber so ein paar Sandsäcke aus Syrien oder so? Ja. So ein paar eingeäscherte Häuser einfach? Mhm. Stimmt. Gute Idee. Würde ich annehmen. Und die fahren jetzt auch gerade in die Gebiete, die Querdenker, und packen da auch an und bauen mit auf, machen währenddessen schön Werbung für ihre Zwecke. Da gab es auch schöne Videos, wo irgendwelche Querdenken-Leute mitfilmen und Leute interviewen und denen ihr Propaganda aufzwingen und so. Die Merkel ist dran schuld. Und dann fahren die mit irgendwelchen Fake-Polizeiwagen dann rum, wo dann Freiheit draufsteht und nicht Polizei.
und nutzt das so für ihre Zwecke aus. Das ist gerade sehr interessant. Aber helfen die auch wirklich mit? Ein paar schon, aber immer mit der Prämisse mitzufilmen und halt währenddessen zu erzählen, was eigentlich los ist. Das ist wie, wenn diese Prank-YouTuber vor ein paar Jahren so Obdachlosen geholfen haben, um die Kamera drauf zu halten. Ja. Und auch dieser Volkslehrer war vor Ort und hat dann im Video gesagt, wir machen das jetzt alles selber und so weiter, um zu zeigen, dass wir die BRD gar nicht brauchen. Das war so sein Anspruch, mitzuhelfen. Also die finden immer irgendwie einen Weg, um das auszuschlachten für ihre Propaganda. Das fand ich sehr interessant. Also machen. Ja. Cool. England öffnet. Ja. Die braucht hatten auch die BRD schon. Nicht. Hatten wir schon, oder? Letzte ja, aber Woche? Jetzt ist es passiert. Und ich wollte nur noch mal ganz kurz erwähnen, weil letzte Woche hatten wir die Zahlen nicht parat, soweit ich weiß. Hm. 400er Inzidenz am Beginn der Woche. Ich weiß nicht, wie sie jetzt gerade ist. Ja, runde mal lieber auf. Ne? Ich glaube, da ist schon 460 Größenordnung. Wahrscheinlich. Ja, also die öffnen in eine 500er Inzidenz rein. Hm. Die wollen's. Das wird jetzt so ein Experiment mit der Insel. Ich habe gestern schon in die Oase eingeschrieben. Ich bin der Ansicht, dass jetzt langsam jeder seine Chance hatte und wir können nicht ewig zulassen für die, die sich nicht impfen können und wollen. Irgendwann muss es halt passieren und um eine Welle kommen wir höchstwahrscheinlich nicht drum rum. Hm. Außerdem gilt ja die These, es gibt zwei Möglichkeiten, immun zu werden, Krankheit oder Impfung. Hm. Und ob die Krankheit jetzt durch eine Welle kommt oder allmählich und alle müssen irgendwie sich weiterhin einschränken. Wo ist der Unterschied aus infektiologischer Sicht, frage ich mich. Ja, aber aus der Sicht von Krankenhäusern, die halt überlastet das sind einzige. Sehr schnell, das aber ist halt voll wichtig. Ich meine, das zeichnet sich in Großbritannien aktuell nicht ab. Hm. Bin ich da richtig informiert? Das weiß ich nicht. Okay, dann gerne nochmal nachgoogeln, liebe Zuhörer. Also die Frage ist halt, ob die Impfbereitschaft bei null ist. Und das ist ja aktuell noch nicht so. Also solange Leute sich noch freiwillig impfen lassen. Warum sollte man? Die wird ja nie bei null sein. Also ja sehr, gut, sehr aber nicht. Es ist ja ein Unterschied, ob da täglich irgendwie noch 10.000 hingehen oder 5. Ja, natürlich ist das ein Unterschied. Nur jetzt kriegt jeder einen Termin. Also jeder könnte sich jetzt einen Termin stimmt. holen. Stimmt, ja. Auch sehr kurzfristig. Also wenn du ja heute einen Termin ausmachst, kannst du schon in 2-3 Tagen wahrscheinlich zur Impfung gehen. Und spannend, was ich gelesen habe, ist, dass sogar jetzt Impfgegner auch solche Impftermine buchen, nur um sie verfallen zu lassen. Wenn die Impfung... Scheiße. Verfallen. Dumm. Ja. Aber ich will ja nicht sagen, dass ich aus Versehen mit der Stadtverwaltung das gemacht habe. Ich habe zweimal meinen Reisepass-Beantragungstermin vergessen. Mm. Ich hasse Bürokratie. Ah, ist aber eine andere Größenordnung, ja. glaube ich. Wie gesagt, es gibt ja jetzt auch diese Impfbusse, die in Bahnhofsvorplätzen so rumstehen. Mm. Da kann man dann einfach hingehen. Wäre doch geil, auch ein Drive-In, so bei Burger King, dass so ein McFlurry und... Nee, das ist McDonald's. Egal. Ein Big King und AstraZeneca bitte zu mitnehmen. Said no one ever. Nee, das nicht, aber... Heißt das doch, Big alte, King, alte ja? Menschen schon. Keine Ahnung. Ach so. Hab okay. geraten. Big King bestimmt. Weißt du, was auch die Woche war, du Big King? Nee. Der Amthor-Skandal, der nächste schon wieder. Ja, hab auch stehen hier irgendwo. Es war einiges los. Da hier, Amthor-Nazis. Hast du schon durchgestrichen, da toll. Philipp, ja, aus Versehen. Da Philipp, der hat aus Versehen Fotos gemacht mit Rechtsradikalen. Und einer von den beiden hat auch so ein Shirt getragen mit Freiheit für Hofer. Wie heißt die Hofer? Solidarität. Haverbeck heißt die, genau. Das ist eine Holocaust-Leugnerin, die auch mehrfach schon verurteilt worden ist. Jetzt sei doch mal nicht so, die ist fast 100, Mann. Und ich muss halt sagen, okay, er kannte vielleicht diese Personen nicht, diese Rechtsradikalen. Und das Shirt war ja auch so ein bisschen verdeckt von der Bauchtasche. Und wenn du so eine Schlange von Leuten hast, die Fotos machen wollen, dann guckst du vielleicht nicht bei jedem so ganz genau hin. Also ich glaube nicht, dass Philipp mit Absicht Fotos mit Neonazis macht. Glaube ich nicht. Ist natürlich jetzt ein doofes Zeichen so, aber... Glaube ich auch nicht. Ich finde ihn trotzdem dumm. Sicher ich finde auch dumm, dass er die Woche so ein Twitch-Event gestreamt hat. Genug die junge Union Gaming. Haha, ja. Lol. Ich finde es echt, sobald er so von sich aus, ja, ich bin der Witzige, der redet immer wie ein Rentner, sobald er das sagt, ist irgendwie nicht mehr witzig. Ich kann mal mit 28 so alt sein. Hm. Apropos alt, also die alte Frau, ja, mit der da Solidarität geäußert wurde, da kannst du ja jetzt mal nicht so urteilen. Ne? Die ist einfach dement, die hat den Holocaust vergessen. Ach so, ja, ja. Das macht Sinn. Die leugnen den zwar schon seit vielen Jahrzehnten, aber ja. Früh dement. Besonders jetzt leugnen sie noch mehr wegen der Demenz. Oh. Ja, Philipp Amthor, bitte nicht aus Meme-Gründen wählen. Aber er war nicht der Einzige. Es gab ja auch so HP Baxter und so, die auch mit aus Versehen mit Neonazis Fotos gemacht haben, weil die nicht erkennbar waren. Wenn du nicht in der Szene drin bist und das nicht kennst, dann ist es halt so. Ich würde auch nicht jeden erkennen. Ich bin auch schon von da fällt mir eine Leuten gefragt worden. Kennst du nicht persönlich alle? Nicht alle. Schlecht. Fast. Ich habe mal absichtlich Fotos mit Neonazis gemacht. Das war ganz witzig. Das waren so auf einer Kirmse.
So drei Jungs irgendwie mit Ostdeutschland und Spaß kostet, hast du nicht gesehen. Natürlich keine bis krassen. Ja, gleich die Nazi-Keule, ne? Gleich die Nazi-Keule raus, von wegen Ostdeutschland. Ja, aber du weißt ja, was ich meine. Ja. Und die haben so von diesem Event-Fuzzi ein Foto von sich machen lassen. Ich habe mich so hässlich in den Hintergrund gestellt. Das ist halt witzig. Du siehst halt so drei weiße Leute und ich im Hintergrund noch ein bisschen dunkler, dadurch, dass ich nicht im Rampenlicht bin. Ich wäre so im Hintergrund und freue mich irgendwie, das irgendwo auf Facebook noch zu finden, das Foto. Nein, es sind keine Neonazis, aber die sind schon so durch ihre Kleidung auch ähnlich angehaucht. Die sind schon so sozialisiert in der Richtung vielleicht. Lässt sich annehmen, ja. Ich weiß noch nicht, was es ist, wollte ich gerade sagen. Der Typ mit dem T-Shirt, der sieht halt schon aus wie der moderne Nazi, aber ich weiß nicht genau, warum. Weißt du, was also ich meine? Nicht eine Klatze gehabt? Die haben so einen bestimmten Look, irgendwie dieses Jogginghose-Ding oder so. Das tragen doch alle inzwischen. Aber ich weiß, was du meinst. Im Gesamtbild wirkt er wie so ein Rechter irgendwie. Mhm. Das stimmt. Es gibt auch ein Bild von mir mit Höcke. Ich habe also noch ganz ein kleines Licht in der AfD, war ich mit dem so ein Handshake-Foto gemacht. Mhm. Okay. Ist auch noch bei Facebook. Wie würdest du das wieder machen? Ja. Einfach aus LOL-Gründen einfach. Mhm. Finde ich witzig. Weil ich es ja eher mehr ausschlachten kann, als er es ausschlachten kann. Weil er kannte mich auch durch die Partei und meinte, ja, auch wenn ich jetzt Gefahr laufe, irgendwie bei Titanic um Partei zu landen, mache ich gerne ein Foto mit ihm. Da habe ich dann ein Foto gemacht, Handshake und... Okay. Aber auch ganz freundlich. Ich glaube, der ist auch eigentlich freundlich, aber das ändert ja nicht an seiner Bildung, dass er in der Politik vielleicht nicht so stattfinden sollte. Ja, natürlich nicht. Und zum Thema Höcke, der hat jetzt die AfD-Fraktion im Thüringer Landtag hat ein Misstrauensvotum gegen Ramelow in Auftrag gegeben. Es wird abgestimmt, Ramelow aus dem Amt zu heben. Dann kann es passieren, dass Höcke Ministerpräsident wird, wenn er sich wählen lässt. Yes! Und die Thüringer CDU hat noch vor wenigen Tagen Stauffenberg gefeiert, wollen aber jetzt während der Abstimmung von Höcke aus dem Parlament rausgehen. Ja, okay, also. Ich will das Bild sehen. Also, guck dir mal dieses Outfit an und dann guck dir mal dieses Outfit. Oh, ja, stimmt. Also, sieht es halt schon aus wie der typische Nazi. Ja, also vielleicht sieht der Mensch, den Dion da jetzt recht rausgesuchelt hat, oh, Alter, ich kann nicht mehr reden, neben dem Herrn Amthor, vielleicht sieht er exakt so aus wie ich. Also von der Kleidung her. Ich glaube, ich meinte den Haarschnitt. Guck doch mal. Warst du es auch einfach. Ist wieder so eine komische Insel. Ich wollte Philipp einfach aus dem Gleichgewicht bringen. Ich wollte noch zwei Worte zu Ministerpräsident Höcke sagen. Er sollte darauf achten, dass er sich nicht von Stimmen der AfD wählen lässt, weil er sonst aus dem Amt gecancelt wird. Genau, das geht ganz schnell. Das sollte er tunlichst vermeiden. Ich wollte mal betonen, dass die CDU während der Abstimmung aus dem Parlament rausgehen will, einfach um an der Wahl nicht teilzunehmen. Das finde ich sehr, sehr feige. Erst noch Stauffenberg feiern irgendwie als Widerstandskämpfer. Jetzt, wo sie Höcke verhindern können als Präsidenten, wollen sie den Parlamentssaal verlassen während der Abstimmung. Finde ich ein bisschen zwiespältig. Meine Meinung. Das ist ja eine tolle Meinung, die du da hast. Hast du auch so eine tolle Meinung über Activision Blizzard? Was war denn das nochmal, Tino? Das ist die Aktion Blizzard, das ist quasi die Gegen-Klimawandel-Bewegung. Die wollen mehr Blizzard, also mehr Schneestürme in Deutschland und im Westen. Ich weiß halt wirklich nicht, was Activision Blizzard ist, oder? Activision sagt dir nichts. Activision, also die wollen mehr Schneestürme aktivieren, wie der Name schon sagt. Tino weiß halt wirklich... Bei Tony Hawk's involviert oder verwechsel ich da was? Ich glaube, als Publisher könnte das schon sein, aber Neversoft ist auf jeden Fall der... Aber bestimmt so eine Spielefirma, oder? Bestimmt. Das ist die größte Spielefirma in Amerika auf jeden Fall. Vielleicht mal gehört oder gelesen. Activision Blizzard. Also das ist ein Konglomerat jetzt. Das war ursprünglich Activision und Blizzard. Ja. Activision kenne ich. Ja. Ach, die kennst du jetzt. Ja, die haben, glaube ich, ein Spiel gemacht, was ich mal gespielt habe. Da war mal so ein Logo am Anfang. Ja, Tony Hawk's. Kann sein. Ja, kann schon auch sein, ja. Und Blizzard ist halt so WoW und um diese Abteilung geht es hier gerade auch hauptsächlich. Auf jeden Fall wird dieser Spielekonzern jetzt vom Staat Kalifornien verklagt. Oh nein. In der offiziellen Anklage steht Frat Boy Culture, also Verbindungsjungen. Hm. Ja, also so Fraternities, wie sagt man? Bruderschaften. Gibt es das in Deutschland? Wie heißt das? Burschenschaften. So, das steht in der offiziellen Anklage, aber an sich ist es ein Understatement, denn im Grunde geht es darum, dass da irgendwie sehr toxisches Verhalten passiert ist. Und ich kann einen Auszug vorlesen. Scheiße, ich habe den nicht hier reingepostet. Also so männlich toxisch irgendwie. Nee, also pass auf, da ist zum Beispiel... Sonst? Müssen Männer sein. Es geht schon in diese Richtung, aber es ist jetzt nicht, das Gericht hat nicht gesagt, die bösen Männer. Wenn es um Burschenschaften geht und um Freds, dachte ich da irgendwie an so dicke Eier und so. Wie gesagt, Fredboy Culture. Der Activision ist ja keine Burschenschaft, sondern diese Culture ist halt dafür bekannt, dass das halt so
Weißt du, wir sind der innere Zirkel, so. Mhm. Und wer hier reinkommt, muss sich unseren Regeln beugen, so ungefähr. Und da hat sich zum Beispiel eine Dame umgebracht auf einem Trip, also auf einem Ausflug dieser... Ich dachte jetzt LSD-Trip. Nee, dieses Studios, um das es da geht, hauptsächlich. Und das ist auch irgendwie ganz bizarr, da wurde dann noch irgendwie Gleitgel und ein Analplug und so in dem Zimmer gefunden. Das wurde jetzt irgendwie 2 Jahre recherchiert, das ist so im Hintergrund passiert. Und da wurde jetzt daraufhin vom fucking Staat Kalifornien, ja, eine Anklage rausgebracht. Und da muss wohl sehr viel Mobbing passiert sein und Bilder rumgeschickt oder so. Was hat das mit dem Analplug zu tun? Das wird halt impliziert, das kann ein Gericht natürlich nicht ohne Urteil sagen, aber es wirkt halt, als wäre sie da in irgendeiner Form vielleicht missbraucht worden. Ach so, oder so. Das ist schlecht. Das kann man natürlich nicht in sowas reinschreiben. Auf jeden Fall scheint da ganz viel sowas gehäuft zu sein. Das war jetzt nur ein Fall, der da beschrieben wurde. Und sie war mit ihrem Male Supervisor. Mhm. Der männliche Supervisionär. Naja, so ihr Vorgesetzter oder Zimmer. So. So. Und der Bobby Kotick, darauf wollte ich eigentlich noch hinaus, ja. Das ist nämlich der CEO von Activision Blizzard. Der ist auch vor 1-2 Jahren in dem Black Book von Epstein aufgetaucht. Ja, mit einer privaten E-Mail-Adresse, die aber auch über Activision, also bobbykotick@kittydiddler.activision.com. Der hat wohl auch so kleine Kinderchen angefasst manchmal. Das weiß man nicht, aber der stand halt in dem Buch drin so. Und da mal gucken. So, du boykottierst die jetzt, oder? Du kaufst jetzt keinen Activision Blizzard Spiele. Nie mehr, auf keinen Fall. Also ich kaufe keine Activision Blizzard Spiele, weil die mich nicht interessieren. Das ist egal. Das ist das Gleiche, du boykottierst. Nee, und auch Analplugs auch boykottieren. Es ist ja nicht jedes Studio, ja, also die werden ja wahrscheinlich das nicht gelehrt bekommen, solches Verhalten, aber... Einstellungstest schon, doch. Wenn du eingestellt wirst, musst du erstmal sagen, haben sie Kleidgel zu Hause und Analplugs? Hassen sie Frauen? Los geht's. Okay. Eingestellt. Wenn nicht, werden sie damit ausgestattet. Genau. Und mit Frauenhass. Wir haben gar nicht mehr so viel Zeit, ne? Das stimmt. Oh. Kurz nach halb. Analplug in die Frau eingepflegt? Ja, es war auch die Woche des Einpflegens. Das war eine gute Woche. 10 von 10. Einpflegen. Man hat sich jetzt ein SAP aufgesetzt bei sich zu Hause. Und pflegt da immer fleißig ein. Ich pflege sehr viel ein. Und Dion bäckt sich eine Roulade und pflegt die dann aus, ins Klo hinein. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, Tino. Ich habe ja hier in kurzer Recherche noch, bevor wir uns hier hingesetzt haben, ein Video von Joe Biden gesehen. Mhm. Der wurde nämlich gefragt, ob es in der Demokratischen Partei Leute gibt, die die Police defunden wollen. Ja? Ja. Und seine Antwort war, sind da Leute in der Republikanischen Partei, die glauben, dass wir Blut aus Kindern saugen? Ja. Das ist ein bisschen eine seltsame Antwort. Weil die ja sagen müssten eigentlich. Oder ist das so dieses, dass the Pope shit in the wood, also kackt der Papst in den Wald? Mhm. Natürlich gibt es diese Leute, vielleicht meint er das einfach so, vielleicht war es so ein... Das war so ein Gegenangriff halt, irgendwie die erzählen ja eh viel Scheiße bei den Republikanern. Und behaupten vieles. Und jetzt behaupten die auch noch, dass wir die Bullen defunden wollen. Das wollen die ja auch. Also der Left Wing auf jeden Fall. Ja, ein bisschen. Naja. Ich finde, es ist eine schlagfertige Antwort. Und schön wäre es noch, eine ehrliche Antwort darauf zuzuschieben noch. Zu sagen, ja, es gibt bei uns Diskussionen zu dem Thema. Das wäre eigentlich eine gute Antwort von Cutten-Eye Joe Biden. Hm. Cutten-Eye Joe Biden. Ja. Ist das dein neues Ding jetzt, ja? Habe ich gerade erfunden, cool. Spontan. Nice. Cutten-Eye Joe Biden, ja. Eine Sache will ich noch erwähnen, so, fürs Ende. Gerne. Madrid baut. Es war on the fly von Bild übersetzt. Nee, die bauen so aus einer 500.000 Bäumen bestehend so einen grünen Ring um die Stadt. Warum das denn? Irgendwie, na, für bessere Luftqualität, cool. Klimawandel bekämpfen. Stadtentwicklung und so. Einfach. Ja. Wir sollten einfach alle Ortschaften auf der Welt in Weimar wird ja auch gerade was gemacht. Auf der Marienhöhe in Weimar. Da gibt es auch so eine schöne Werbung. Warum macht man das nicht mit jeder Stadt? Ich finde, das sieht schön aus. Ich habe da so eine Grafik gesehen. Einfach so ein grüner Ring um jede Stadt. Naja, es würde das, also wenn die Stadt plant noch zu wachsen, ist es natürlich, muss man das natürlich anders machen. Ne? Die müssen doch nicht mehr wachsen, sind alle groß genug, die Städte. Ja, okay, Rupp mal den Wald wieder weg.
Dann wohl höhere Mieten, wa? Ja. Ja, warum nicht? Nee, aber man kann ja dann hinter dem Wald auch weiterbauen. Okay, ne? Es ist ja wie gesagt ein Ring, also der ist ja dann nicht irgendwie 5000 Kilometer breit. Also Köln hat so zwei Grünringe. Ja. Grüngürtel, I'm sorry. Man kann ja auch noch am Ring rundherum auch nochmal Häuser bauen, weißt du? Es ist halt so eine Stadt ist mit vielen grünen Ringen. Ist Valencia auch schon so ein Ring? Weiß ich nicht, kann sein. Ich war doch im Magic-Turnier und da war auch so ein Park. Und wie war die Luft? Die Luft war sehr, sehr angenehm. Siehst du? Und der Boden, ich sagte, der Boden, der war wie Marmor, ey. Das klingt nach Alicante. Ja, Tino, ja, hast du doch ganz was Wichtiges oder ansonsten müssen wir mal... Es gibt noch einen Haftbefehl gegen den Wendler. Oh, stimmt. Der aber nicht wegen seiner komischen Aussagen, sondern, ich habe es mal aufgeschrieben, Beihilfe zum Vereiteln einer Zwangsvollstreckung. Weil seine Plattenfirma wohl oder sein irgendwas missgemacht hat, hat es unterstützt, dass sie halt weniger Geld an Gläubiger zahlen müssen und so weiter, was aber nicht ganz legal ist. Und er erschien einfach nicht vor Gericht. Mhm. Ich dachte erst, als ich gelesen habe, Haftbefehl gegen Wendler, dachte ich erst, dass ein Promi-Boxen wieder geplant ist. Mhm. Haftbefehl gegen Wendler, aber ist nicht so. Doch, würde gucken. Ich auch. Ich nicht. Das wäre lustig. Ja, sonst gab noch in einem Club in Hamburg nach einem Konzert 100 Quarantänefälle, trotz Impfungen, trotz Tests vorher und trotz Beschränkungen innerhalb. Und trotzdem gab es jetzt Corona-Fälle. Und die Menschen müssen in Quarantäne. Das heißt, auch solche krassen Sachen, wenn du getestet wirst vorher und geimpft bist, trotzdem kann es passieren, dass der Virus rumspringt und du infiziert wirst. Mhm. Ist ja auch Indoor-Event gewesen. Genau. Daher ja die Frage, wie machen wir es, ne? Wollen wir jetzt warten, bis wir mit einer 10er-Inzidenz alle durchseucht haben, jahrelang, und so lange nicht mehr feiern? Oder sagen wir, ja, ich alle teste mich, impfen, bevor ich zu meiner Oma gehe, oder weiß. Alle impfen wäre ideal, da kam natürlich das Argument, es gibt Leute, die können sich nicht impfen. Ne? Jetzt kann man natürlich sagen, das ist statistisch möglicherweise nicht maximal relevant, aber natürlich ist ein Mensch mehr als eine Zahl. Sehr interessantes Thema. Ja, also es gibt ja jetzt schon die ersten Staaten wie Frankreich und Russland, die eine Impfpflicht eingeführt haben für gewisse Berufsgruppen, so Regierungsabgeordnete oder im Gesundheitswesen. Mhm. Da kann man ja, finde ich, anfangen. Und ich weiß nicht, ich finde, wenn es um so eine fucking Pandemie geht, wo Menschen sterben, wo alles am Abkacken ist und eigentlich alle keinen Bock mehr drauf haben, kann man doch mal über so eine Impfpflicht nachdenken. Doch? Ja, kann man natürlich immer nachdenken, klar, aber weißt du, was ich meine? Ich finde, das würde völlig falsche Signale setzen. Ist mir egal. Aber wofür das hin? Weißt du, dann ist die nächste Impfpflicht für irgendwas anderes, was weniger krass ist, halt nicht weit, ne? Und setzt jetzt hier auch mal so ein Signal. Ja, mach Kaffeemaschine an. Nee, ich finde, wenn es um eine Pandemie geht, so, weißt du, von mir aus gibt es so Sachen wie Tetanus und so, die jetzt, glaube ich, keine Pflicht sind, ja. Das ist ja nicht weit verbreitet, es gibt ja jetzt nicht so viele Fälle, aber wenn es so eine ganze Welt lahmlegt. Aber ach, nee, Impfpflicht. Wozu brauchen wir die Impfpflicht, wenn wir einfach sagen, okay, Leute, ihr hattet eure Chance, wir machen jetzt alles auf, fickt euch. Ihr hattet jetzt alle eine Möglichkeit, eine Impfung zu bekommen. Ihr wollt euch nicht impfen, warum sollte man denen eine Pflicht geben? Weil anstecken können auch Geimpfte, ne, klar. Ja. Warum sollte man die sich nicht impfen wollen, verpflichten? Maximal das Argument mit den Krankenhäusern, ne, dass sie die Station nicht volllaufen lassen. Das ist der einzige Punkt. Naja, der einzige nicht, also die sich nicht impfen lassen können, sind halt dann auch schon gefährdet. Ja, aber die bis werden, die sich nicht impfen lassen können, die werden früher oder später angesteckt. Ja. Die werden irgendwann angesteckt. Oder ob es halt jetzt durch eine Welle ist oder irgendwann durch eine Nichtwelle. Die Gefahr ist halt, dass von denen, es sterben mehr Menschen, die Corona haben, als die geimpft sind. Ja. Dann will ja auch die Toten verhindern. Ja, und ja, die Gleichen heulen ja auch rum, dass sie ihre Freiheit nicht wieder kriegen. Ja, aber die sterben dann halt, weil sie sich nicht geimpft haben. So, das ist dann halt wahrscheinlich so. Naja, aber je mehr sie infizieren, desto mehr werden ja auch wieder weiter infiziert, weißt du? Man will das ja bremsen. Lieber Leute impfen, die dann weniger infektiös sind, als Menschen infizieren, die wieder andere anstecken. Ich gebe immer so das Beispiel, dass wenn jetzt meine Oma und deine Oma sind im selben Altenheim so, und du willst deinen Opa besuchen, der sich halt irgendwie weigert, sich impfen zu lassen, und du die auch nicht impfen lässt, dann besucht ihr euch. Er steckt sich an, steckt dann meine Oma an, die vielleicht diesen Besuch gar nicht haben wollte, und dann stirbt sie daran. Weißt du, also man kann ja andere... Achso, die geimpfte Oma stirbt. Kann halt trotzdem passieren. Ich meine, so. Das kann langfristig immer passieren. Ja, aber es wird halt eingedämmt, wenn mehr Menschen geimpft sind. Dann wird die Wahrscheinlichkeit viel, viel geringer. Du willst ja so viel Sicherheit haben wie möglich, dass so wenig Menschen wie möglich sterben. Weil die Wahrscheinlichkeit ja sinkt, dass man infiziert wird und dass man es weitergibt, wenn man geimpft ist. Aber es wird doch, man wird sterben. Also wenn man geimpft ist und Corona kriegen kann trotzdem und daran stirbt, dann wird das ja passieren.
Ja, unabhängig aber davon, unwahrscheinlicher. Ob er da ist oder nicht. Aber unwahrscheinlicher. Ja, je mehr Wahrscheinlichkeit ist ja dann, wenn man nicht vorher stirbt, ja dann 1. Ja, aber je mehr geimpft sind, desto weniger gibt es neue Fälle und je weniger Tote gibt es auch. Ja, aber langfristig gleich viel. Weiß ich nicht, ob das so ist. Ja, also kann wie gesagt, ich rufe mich auf die Aussage, weil es gibt nur 2 Möglichkeiten, immun zu werden und man wird immun. Aber wie lange ist die Frage? Und wenn es zwei, guck mal, es gibt auch das gesagt, es gibt 2 Möglichkeiten, dass man immun wird. Mhm. Impfung und sich infizieren. Mhm. Aber infizieren ist ja viel gefährlicher, weil da sterben ja viel mehr Menschen, als wenn sie sich impfen lassen. Ja, aber man stirbt ja selbst. Ja, aber nicht nur. Weil du bist ja auch viel mehr infektiös, wenn du dich nur angesteckt hast, wenn du infiziert bist. Und geimpft ist nicht so krass infektiös. Darum geht es ja auch, um das zu spreaden. Geimpfte spreaden das nicht so weit. Na gut, also du sagst, dass das Risiko ist, dass Geimpfte sterben. Dass alle sterben, das ist egal, wen sie infizieren. Ja, klar. Okay, okay. Weil Geimpfte weniger spreaden, die können weniger infizieren. Okay. Wenn du diese beiden Gruppen aufmachst, dann sind die Geimpften in jedem Fall besser dran. Danke. Aber du kannst auch mal was sagen. Ja, ist Armin Laschet schon geimpft. Die These, dass die Geimpften wahrscheinlicher sterben, wenn eine Welle da ist. Auch ich kann an Corona sterben, trotz meiner Doppelimpfung. Ja, na dann, so. Feuer frei. Ja. Nein, Quatsch. Aber wenn du jetzt zum Beispiel geimpft wärst, bist du geimpft, weiß gar nicht, ist auch egal. Aber wenn du geimpft bist, kannst du mich weniger anstecken, als wenn du nicht geimpft bist. Ein bisschen unwahrscheinlicher wird es schon, ne? Genau, es geht um die Wahrscheinlichkeit, um die zu senken. Deswegen aber mehr wenn man Impfung gewesen ist, kann man auch nicht anstecken. Ja, da war deine Gefahr trotzdem vorher größer, dass du stirbst und dass du andere mehr infizierst. Ich würde sagen, jeder, der geimpft ist oder sich impfen lässt, bekommt dann das bedingungslose Grundeinkommen. 2 Fliegen Anreize, in einer Klappe. Anreize schaffen. Das ist kein ist schon keine Pflicht, aber da sagt man doch nicht nein. Dann weinen die aber auch wieder rum, ja, dann kriegen die Geimpften wieder mehr Rechte und so weiter. Ja, dann lass ja aber da, das ist ja schon lange durch, also das kann ja sein, das kann ja passieren. Ja. Wahrscheinlich wird es vielleicht in der vierten Welle sowas sein, ne, dass man dann mehr Rechte hat, wenn man geimpft ist. Und dann wird es vielleicht nochmal, das wird dann halt wahrscheinlich der Anreiz sein, auch wenn es irgendwie auch ein bisschen eine Pflicht ist. Man muss ja aber auch wirklich so dieses Pflicht, wie wir es jetzt in Frankreich bekommen, das würde ich hier lieber nicht haben wollen. Man muss es ja auch so sehen, dass man nicht mehr Rechte hat, man bekommt mehr Rechte wieder zurück. Ja, klar. Darum geht es ja. Also man hat dann halt mehr Rechte, aber die Rechte, die man eh schon hat, ist klar. Ne? Genau, die man hätte. Wir müssen zum Schluss kommen. Ich muss gleich los. Ja, das sind die Richtigen. Hier ganze Zeit Zwiegespräch führen und dann Stress machen. Ja. Schlimm mit dir. Was geht man in der Woche, Tino? Ich fand es schon heftig und auch sehr, sehr amüsant mit Laschet. Mhm. Er hat sich noch mehr demontiert, als er eh schon demontiert war. Das werden wir sehen, ob er sich demontiert hat. Das entscheidet die Wahlurne. Das bin ich. Da zweifle ich. Ich entscheide das dran. Und ich sage, er hat sich demontiert. Ich zweifle da noch dran, Tino. Dein Wort in Laschets Ohr. ja, ich bin schon bei einer 7. Ja, letzte Woche war eine 8, ne? Und da war nur Wasser. Diese Woche ist ja Wasser und mehr eigentlich. Ja, da war die Katastrophe noch neu. Ja, stimmt. Jetzt langsam haben wir auch Wasser gesehen. Also ist auch langweilig irgendwann. Wasser, okay. Marlene kommt an und sagt, ah ja, ist aber Matsch und da ist Kacke. Du bist ja immer noch Matsch. So. Ich meine, ja, komm. Stell dich mal nicht so an. Das ist sowas von letztwöchig, was du hier erzählst. Wollen wir was? Zur nächsten Jubiläumsfolge ein neues Ranking einführen. Die Zahlen sind immer nicht so ganz greifbar, finde ich. Wieso? Naja, ich vergesse das halt nicht. Ich weiß die nächste Woche nicht mehr, was letzte Woche für eine Zahl war. Man kann sich doch zum Beispiel ein Wort überlegen. Also diese Woche kriegt auf jeden Fall die Holzschnecke. Ja, genau. Ich dachte auch gerade. Die goldene Holzschnecke. Nee, ich würde auf jeden Fall schon nochmal eine 8 geben. Nee. Doch. Eine 7 plus. Eine 5 von 7? 7,9. Ja. 7, von mir aus 7,9. Für mich nicht ganz eine 8, aber schon eine Laschet-Skandal, Amthor-Skandal, guck doch mal. 5 Drittel. Das reimt sich. 5 Drittel. So machen wir es. Okay, 5 Drittel. Gut. Ja, großartig. Marlene, hörst du diese Musik im Hintergrund? Oh, es ist echt unangenehm. Noch ist es nicht so laut, aber jetzt wird es immer lauter. Ah, scheiße. Jetzt versteht man Jesse schon nicht mehr. Ja, tschüss. Danke fürs Einschalten und fürs Ausschalten. Einpflege, auspflegen. Raus. Oh, es geht von der Vollzeit. Nein, ich bin trotzdem schon. Hey boy, will you come with?